Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den SC Wiedenbrück hier begrüßen. Insgesamt 1104 Zuschauer sahen das 1:1 unentschieden am heutigen Abend hier in Rotenburg. Bevor wir zu den Stimmen der beiden Trainer kommen, habe ich noch die beiden Ergebnisse von den parallel laufenden Spielen am heutigen Abend für Sie. Zum einen gewann der SV Rödinghausen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach 3:1. Und zum anderen gewann der FC Krai gegen die Sportfreunde Siegen mit 1:0. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in der Gruppe aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Alfons Beckstede und zu meiner rechten Kfz-Trainer Murat Zala. Herr Beckstede, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, ich denke, beide Mannschaften wussten, dass das im Moment das richtige Spiel war für beide Vereine in diesem Bereich. Wir sind reingekommen ins Spiel, haben die Führung erzielt in diesem Bereich, hatten nachher noch die Möglichkeit, wenn wir dann Glück haben, eine strittige Situation, ein Team im Strafraum. Uerdingen war bemüht auch, Akzent setzen, Spiel nach vorne, hatte immer wieder eine gefährliche Situation, eine Standardsituation in diesem Bereich. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, wo wir zu passiv waren, zu wenig Aktionen, Spiel nach vorne gehabt. Zielstrebigkeit hat da gefehlt in diesem Bereich, um das zweite Tor zu erzielen. Genauso die Situation, die zum Gegentor führt, hätten wir in der Außenbahn oder eine 2-1-Situation haben, müsste das Spiel auf jeden Fall unterbrochen werden, einen Zweikampf auf jeden Fall suchen, damit zu passiv. Und da konnten wir die Aktion in den Strafraum, der passenden Strafraum nicht verhindern und das Gegentor kassieren. Danach hatten wir noch eine klare Aktion von Thiele im Spiel, im Angriff, wo er den Ball verzieht. Letztendlich, denke ich, muss man dann, wenn man das ganze Spiel sieht, dann mit dem Unentschieden leben. Der Platz war natürlich sehr schwer zu bespielen für beide Mannschaften, muss man auch ganz klar sagen. Vom Fußballerischen bleiben dann viele Sachen auf der Strecke, und das ist einfach so. Letztendlich sind jetzt auch vier Spieler und jeder muss sehen, dass er jetzt noch Punkte einfährt. Danke. Vielen Dank, Alfons Beckstede. Murat, dein Kommentar. Ja, hallo. Wir wussten, dass bei dem Spiel, dass das heute keine leichte Aufgabe wird. Aber meine Jungs, ich habe das vor dem Spiel schon gesehen gehabt, dass sie diese Aufgabe sehr, sehr ernst und mit sehr viel Leidenschaft angenommen haben. Man konnte das schon in den Blicken merken. Ich denke, dass wir von Anfang an gut ins Spiel gekommen sind. Das Spiel wurde natürlich durch viele kleine Foulsnicklichkeiten unterbrochen. Dann haben wir die Torchance von Ali gehabt. Das sind eigentlich kleine Bälle, die er normalerweise reinmacht. Leider hat der Torhüter da sehr gut pariert. Dann im Gegenzug, Basti verletzt sich, muss raus ganz kurz, muss behandelt werden. Dann kriegen wir das Gegentor. Das darf natürlich nicht passen, dann passieren. In solchen Situationen müssen wir einfach abgebrühter sein, auch mal so eine Situation sofort selber erkennen und dementsprechend dann auch auf dem Platz handeln. Aber das ist ein Prozess, den wir gerade hier durchmachen. Und ich denke, dass wir dann trotzdem wieder gut ins Spiel gekommen sind. Wir haben versucht, insbesondere das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern, was uns zum Teil gelungen ist, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil Wiedenbrück auch wirklich sehr gut verteidigt hat. Und gerade bei den zweiten Bällen müssten wir ein wenig erfolgreicher sein. Das war heute, denke ich, mal Pari, aber trotzdem haben das meine Jungs gut gemacht. Sie haben von der Laufarbeit her unheimlich viel in diesem Spiel gezeigt. Sie haben Charakter gezeigt, haben Einsatzwille gezeigt. Und gerade gegen so eine Mannschaft wie Wiedenbrück ist es immer wieder gefährlich, mal in einen Konter zu laufen. Mit ihren schnellen Spielern, ob das Slaski ist oder vorne der Stürmer Thiele, die ihre Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, immer wieder Stiche gesetzt haben. Aber wir haben es trotzdem verstanden, auch bei den Kontern diese abzufangen. Und wenn ich das Spiel jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse, denke ich mal, dass Unentschieden für beide Seiten in Ordnung geht, wenn man den ganzen Spielverlauf sieht. Wiedenbrück hat seine Torchancen gehabt, wir haben unsere Torchancen gemacht,
Ich habe mich insbesondere für Tim Knitsch gefreut, der ins Spiel reingekommen ist und dann auch das 1-1-1 vorbereitet hat. Ich habe mich nochmal für ihn besonders gefreut und ich denke mal, dass es eine mannschaftlich sehr gute Leistung war heute. Danke. Vielen Dank, Moritz Zahler. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann habe ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und am besten aus Wiedenbrück alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie hier am Samstag wieder begrüßen zu dürfen um 14 Uhr. Dann zum nächsten Abstiegsgipfel der FC Kreuzberg. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.